heißt, die Hühner sollten... Und Überfall! Nein! Nein, sie erkennen es doch! Nein! Nein, 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 ich habe kein Essen, nichts! Shit! Oh! Oh mein Gott! Scheiße! Nein! Wie schwer sind die Hitboxen zu treffen? Nein! Die spawnen ja durchgehend! Ich muss hier raus! Ich glaube, das ist unser erster Tod! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr seht es schon oben rechts. Ich habe böses Omen. Und letzte Folge sind wir stehen geblieben, dass ich nicht weiß, ob meine Eisengolem-Farm zu einem Dorf zählt. Aber ich bin der Meinung schon. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich zu meiner Eisengolem-Farm gehe, ich hier gleich richtig, richtig hart fighten darf. Falls ja, wird das ziemlich so lustig, weil ihr seht, mein Equipment ist jetzt gerade eigentlich nicht so gut. Bitte werd nicht ausgelöst. Okay, es zählt nicht als Dorf. Glaube ich. Hoffe ich. Aber es sieht nicht so aus, als würde es jetzt Dorf zählen, sonst wäre hier schon definitiv irgendwas ausgelöst. Aber trotz dessen, ihr habt ja gesehen, gestern so, das sieht, glaube ich, alles jetzt ein bisschen hoch aus. Vor allem so für euch sieht es ein bisschen sehr hoch aus. Aber ich denke, später, wie gesagt, wenn hier das Haus steht, wird das schon viel, viel besser aussehen. Aber ja, doch, doch, wenn da dann der Hafen fertig ist, da ein Haus steht, du da wieder verschiedene Ebenen hast, die hochführen, das sieht dann richtig, richtig gut aus, glaube ich. Wie wollen wir das bauen? Dass das alles ordentlich und schick aussieht. So, und im Prinzip wäre es dann so, dass da die Treppe halt hochgeht und hier kann man langlaufen und hat halt alles, was so den Hafen betrifft. Mir gefällt das gerade richtig, richtig gut. Ich hoffe, die Resultate bleiben auch so, dass es mir weiterhin so gut gefällt. Das Haus hier, ich glaube, das Haus wird richtig, richtig cool. Das wird richtig gut dazu passen, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich das gut hinbekomme. Aber auch so mit den verschiedenen Ebenen. Irgendwie ist es cool. So, guck mal, du läufst hier lang, hast so dort verschiedene Ebenen und später hast du dann hier auch verschiedene Ebenen, dass da nicht nur die Mauer ist, sondern wirklich verschiedene Ebenen. Dann hast du da so ein Haus, hier ist alles vielleicht belebt, vielleicht spawnen wir ein paar Eisengolems, dekorieren alles, machen alles noch so ein bisschen grün. Dann ragt dort der Kran raus, der hier irgendwas bewegt und vielleicht bauen wir noch ein Schiff, ein richtig heftiges Schiff so. Was macht eine gute Partnerschaft aus, Alter? Das ist schwierig. Gute Partnerschaft macht so viel aus, finde ich. Also wirklich, da gehört so viel dazu. Also einerseits so, wenn ihr euch mal zofft, das ist, finde ich, sogar einer der wichtigsten Sachen, dass wenn ihr euch mal zofft, ihr auch beide dazu in der Lage seid, wieder zueinander zu finden und zu sagen, yo, das und das habe ich falsch gemacht und tut mir leid und Entschuldigung und auch das versucht zu klären, anstatt beide aufeinander sauer zu sein und dass keiner zu irgendjemanden kommt, ihr beide rumzickt wie sonst was. Das ist, glaube ich, so mit das A und O, dass ihr halt wirklich zusammen reden könnt, auch wenn ihr eigentlich sauer aufeinander seid. Was sollte eine gute Partnerschaft noch bieten? So, auf jeden Fall, man sollte aufeinander aufpassen, man sollte aufmerksam sein gegenüber dem anderen, man sollte auch darauf achten, dass man den anderen nicht verletzt, weil man kennt den anderen ja irgendwann und weiß, was man vielleicht nicht sagen sollte, damit die Person eben nicht verletzt ist oder verletzt wird von einem. Das gehört auf jeden Fall auch dazu und man muss auf jeden Fall aufeinander achten. Ich würde sagen, man muss wirklich einfach aufeinander achten. Das wäre, glaube ich, die beste Antwort dafür. Dass man auch darauf achtet, wenn einem irgendwas unangenehm ist, dass man selbst dann sieht, dass es dem Partner unangenehm ist und man dann dort halt hilft oder unter die Arme greift, dass halt nicht mehr diese Situation ist, dass es so unangenehm in Anführungszeichen ist. Das zählt auch auf jeden Fall mit richtig, richtig krass dazu so. Und Leute, ich habe kein Essen mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das mit der Hühnerfarm aussieht. Weil theoretisch, also ich stehe jetzt seit circa, keine Ahnung, na, 3 Viertelstunden oder so baue ich hier. Heißt, die Hühner sollten... Und Überfall! Nein! Nein, sie erkennen es doch! Nein! Nein, 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 nein! Ich habe kein Essen, nichts! Und jetzt kommt ein Überfall oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich will doch nicht. Bitte. Kein Überfall. Jungs, ich habe nicht mal was zu essen. Und einfach jetzt kommt ein Überfall oder was? Ich habe Angst, dass meine Eisenfarm vielleicht kaputt geht, aber theoretisch dürfen die da nicht spawnen, oder? Oh, also wirklich ein Überfall kommt. Ich habe gedacht, das passiert nicht. Oh, sie haben mein Dorf doch erkannt. Vor allem sind Überfälle, glaube ich, übelst stark und übelst schwierig, dass du die schaffst. So. Leute, bitte wünscht mir Glück, dass wir den Überfall schaffen. Alter, ich habe so Angst, ne? Die werden mich so wegwecken. Die sind so stark. Ich habe einmal bis jetzt so einen Überfall miterlebt und da wollten wir auf Hardcore durchspielen innerhalb von einer Stunde oder so. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin direkt verreckt, weil die Dinger so stark sind. Warum sind denn da so viele Skeletten? Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wahrscheinlich soll ich das mit meinem Equipment jetzt machen oder ich hab nicht mal einen Helm. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Okay, der Boss ist, glaube ich, tot. Ich glaube, das war der Boss. Oh, wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Hä? Hä? Was? Was ist das? Was ist das? Hä? Die Spinne war unsichtbar. Da.
Hilfe! Oh mein Gott, scheiße. Scheiße. Mann, das... Und es ruckelt, warum ruckelt es? Alter, die Nacht, wir müssen irgendwo in ein Bett kommen, irgendwie. Oh, Alter, das ist so... Das ist so... Das ist halt erst die erste Fuhre, ne? Das ist wirklich erst die erste Fuhre, möchte ich erwähnen. Wir haben noch circa 5, glaube ich, vor uns. Okay, einer ist weg. Okay, das ist die nächste Welle. Oh mein Gott, der hat verzaubert ein Dings. Nächster ist weg. Okay, nächster. Oh mein Gott, ist das... Alter, ich habe so Angst, dass ich sterbe, ne? Ich habe so Angst, dass ich sterbe. Oder dass irgendwie die Villager oben in der Farm sterben. So, nächster ist weg. Mann, ich wollte doch eigentlich nur eine entspannte Baufolge machen, ein bisschen. Und jetzt haben wir hier einen Überfall, Alter. Der sechs Dingens geht und ich weiß nicht, Hilfe. Und ich weiß nicht, wo die sind und ich weiß nicht, ob die meine Villager töten können oder nicht. Und sind die hier irgendwo? F3 und B. So, Hitboxen an. Oh! Oh, yo, 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 yo. Okay. Chill, Bruder. Chill. Ist alles okay. Yo, der macht Blöcke kaputt, oder was? Shit! Oh! Oh mein Gott! Scheiße! Wie viel hält das Ding aus? Oh mein Gott, was war das? Es stand einfach plötzlich hinter mir. Hier, guck, er hat hier einfach alles kaputt gemacht. Ist er hier? Ja, hier ist der Rest, oder was? Was macht ihr denn hier? Lol. Okay, nächste Welle. Oh mein Gott, Alter. Die wird jetzt noch stärker. Also bisher hatte ich nicht so viele Probleme. Aber es kann halt alles noch passieren, ne? Hä, wo sind die denn schon wieder? Könnte man... Kann Minecraft das nicht machen, dass sie wenigstens so relativ auf einen Punkt spawnen oder so? Da sind sie. Oh mein Gott, was ist das? Kann ich die von hier aus shooten? Ja, ich kann die von hier aus shooten. Easy. Es gibt noch zwei. Ich muss da irgendwie rüberkommen jetzt. Am besten ohne viel Fall Damage zu bekommen. Mann, ich wollte wirklich eigentlich mit euch ganz entspannt eine Baufolge machen. Auf so richtig gechillt, lässige Basis, wisst ihr, wie ich meine? Und dann kommt hier einfach dieser Raub und ich denke mir, was geht jetzt ab? Und jetzt bin ich hier am Fighten durchgehend mit den Viechern. So, das überleben wir safe, so, zack. Und, Alter, liegt da viel Stuff. Damn. Hi. Okay, macht ganz entspannt, Jungs, kein Stress. Da liegt ein Totem. Wir haben einen Totem auf Undying. Wir können nicht, wenn wir sterben, dann überleben wir. Sind die hier, spawnen die hier irgendwo in der Nähe? Ich kann hier gleich mal ausleuchten. Ja, da sind sie. Okay, ich suche mir wieder eine höher gestellte Position. Hä, das ist nur einer. Nee, da ist der Rest. Da hinten. Wieder da hinten. Okay, wir versuchen die wieder auf Long Distance zu töten einfach. Da hinten ist noch einer. Okay, ich gehe jetzt runter. Ich glaube, den Rest kann ich auf Nahkampf irgendwie töten. Okay, einen habe ich. Direkt was essen. Und jetzt können wir die hier wieder auf Long töten. Zack. Und den, da gehe ich auf Nah. Den kriege ich auch so. So, haben wir. Oh, noch ein Totem auf Undying. Oh mein Gott. Okay, der Überfall ist irgendwie immer noch komplett voll. Irgendwo hier müssen die Biester noch sein. Da sind ja schon wieder. Sind die neu gespawnt? Ich hoffe wirklich, das buggt jetzt nicht irgendwie, dass wir hier durchgehend die Dinger töten müssen oder so. Yo, da ist wieder so ein Bison. Da sind zwei. Was? Zwei? Oh nein. Mein Bogen hat keine Pfeile mehr. Okay, ich versuche jetzt die Welle nochmal mit dem Schwert zu töten. Oder den Rest und meine Pfeile alle nochmal einzusammeln. Autsch! Was? Der ist ja mal mega stark! Oh mein Gott! Der hat mir einfach 4 Herzen mit Full-Diamant-Rüstung abgezogen, oder was? Nein! Da ist Graf Dracula! Wir müssen den Grafen töten. So, okay. Okay. Nein! Ich bin fast tot. Nein! Wie schwer sind die Hitboxen zu treffen? Nein. Jungs, EP. Oh mein Gott. Ich habe 1,5 Herzen. Diese kleinen Dinger sind so fürchterlich. Ja. Alter, sind die stark. Fuck. Okay, da sind die nächsten. Und der letzte. Und noch eine Witch. So, haben wir. Irgendwas gedroppt, was... Ja, Toten auf Undying. Noch einer. So, Leute, ich versuche jetzt an meine Ressourcen zu kommen, wo mein Holz ist. Und mit dem Holz versuche ich mir dann, wie gesagt, nochmal Pfeile zu ertraden, weil die sind A und O. Wenn die jetzt genau hier stehen, dann ist vorbei.
Die sind genau hier. Ich fasse es nicht. Ich muss mich an denen vorbei. Ich schleiche mich vorbei. Rein. Und zu. Ja. Okay, Leute. Alles gut. Wir sind bei dem Villager. Einmal komplett Pfeile. Danke. Danke, Mann. Okay. Scheiße. Scheiße. Hilfe. Golems, ja. Golems. Okay, ich bin raus. Ich bin weg. Okay, alles gut. Die sind viel zu stark für meine Rüstung. Viel, viel zu stark. Das ist eigentlich so unfair. Da ist Graf Dracula. Da ist Graf Dracula. Graf Dracula ist down. Okay. Diese Mini-Viecher. Ich gehe hier unten rein. Und die Mini-Viecher werden geklatscht. Die werden geklatscht von den Golems. Okay, einer ist tot. Fuck. Die spawnen ja durchgehend. Ich muss hier raus. Ich glaube, das ist unser erster Tod. Ich renne. Einer ist noch hinter mir. Der darf hier keinen Schaden machen. Ja. Oh mein Gott, Alter. Das ist so insane gerade, so intens. Da. Nein, das ist er nicht. Okay. Wo ist dieser Graf Dracula? Da unten. Da sind beide Bisons. Sind das drei Bisons? Das sind drei Bisons. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich versuche sie wieder aus der Höhe zu töten irgendwie. Erstmal du. Was? Nein. Meine Boots sind kaputt. Okay, Leute. Nächste Fuhre ist weg. Und da steht noch der letzte Bison, glaube ich. Okay. Und ein Bison tot. Nächster Bison. Tot. Verbleibender Räuber. Ein Räuber noch irgendwo. Wir haben allein jetzt schon 2, 4, 6, 7 Toten. Toten auf Undying. 7 Stück. Wir können 7 Mal sterben, ohne dass uns was passiert. Ja, hier. Da, du kleiner Pisser. Blöde Witch. So. Ist der Raub jetzt vorbei? Haben wir es geschafft? Ist es vorbei, Leute? Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Hä? Aber passiert nicht irgendwas, wenn es zu Ende ist? Oder passiert da einfach nichts? Und wenn ja, was war das bitte für ein lowes Ende, Alter? Hä? Es passiert wirklich einfach nichts? So überhaupt nichts? Aber es ist halt wirklich so. Es passiert halt einfach nichts. War ein bisschen verrückt. Wir haben jetzt 7 Totems of Undying. 7 Stück. Aus diesem einen Raid können wir jetzt 7 Mal sterben, ohne dass uns irgendwas passiert. Zwar sind leider auch unsere Schuhe kaputt gegangen, aber ist nicht zu ändern. Ist wirklich nicht zu ändern. Wir müssen unbedingt mal wieder Dias Farm gehen. Ich habe nämlich gar kein Equipment mehr. Ja, war alles nicht so geplant. Ich entschuldige mich noch mal dafür. Bis morgen um 17 Uhr. Bis dann und ciao.